Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserem Jäger Sinhunter. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und hatten diese Quest nicht gefunden. Ich weiß, um ehrlich zu sein, immer noch nicht, wo das ist. Ach, jetzt sehe ich es hier. Plötzlich. Sehr, sehr gut. Öffnen wir das mal. Nehmen wir natürlich mit. 2 von 6. 1 von 6 war ja hier unten in der Höhle, gell? Irgendwo hier war das. Werden wir auf jeden Fall alles aufsammeln. Sinhunter bleibt natürlich trotzdem ein Rush-Let's Play. Das heißt, wir werden hier nicht allzu viel rumtrüdeln. Manche hatten ja auch gesagt, irgendwie Rush Let's Play, ja, das muss in 20 Folgen Level 90 werden. So ist das natürlich nicht gemeint. Rush Let's Play heißt für mich, dass wir hier einfach flott durchkommen, ohne uns zu lange irgendwo aufzuhalten mit Questtexten oder ähnlichen. Und ja, wir gucken einfach mal, dass wir hier halt flott Level 90 werden. Je nachdem, wie schnell das geht, kann ich danach eventuell noch eine andere Klasse machen. Müssen wir halt mal gucken, wie wir das anstellen. Und das mit Makro scheint doch zu klappen. Also letztes Mal hatten wir ja ab und zu mal das Problem, dass Hubschrauber nicht losgelaufen ist. Weiß nicht, woran das lag, aber jetzt scheint er das machen zu wollen. Zumindest mit dem Mal des Jägers ist er nicht losgelaufen. Und ich sehe gerade, dass ich das auch gar nicht gesetzt habe. Man könnte natürlich tatsächlich Mal des Jägers mit Arcana Schuss verbinden. Ich glaube, das machen wir sogar. Das ist sinnvoller. Erhalt des Jägers und Arcana Schuss. So, Arcana Schuss. Dann ziehen wir uns das hier mal auf die 1. Dann können wir nämlich das hier wegmachen. Sehr gut. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier Bärchen finden. Da vorne haben wir einen. Und Hubschrauber läuft tatsächlich los, sobald wir anfangen anzugreifen. Leckt das hier gerade wieder? Nee, oder? Nee, alles klar. Kirschner kann ich die Viecher immer noch nicht. Ich muss gucken, dass ich irgendwo noch einen Punkt in Kirschnerei bekomme. Wie machen wir das? Das mit dem arkanen Schuss scheint tatsächlich noch nicht so zu klappen, wie ich mir das vorstelle. Das scheint wirklich noch nicht so zu klappen. Wir könnten natürlich... Jetzt lass nur mal gucken, ob das geht. Wie machen wir das? Wir machen das mal so. Modifier Shift. Mal des Jägers. Und... Ansonsten Arcana Schuss. So müsste das eigentlich klappen. Wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wenn wir Shift gedrückt halten, tatsächlich wird das zum Mal des Jägers. Okay. Ich denke, so können wir das tatsächlich machen. Wenn wir Shift nicht drücken, dann wird es ein ganz normaler Arcana Schuss. Das heißt, ich kann beim Engagen, kann ich Shift halten und dann 1 drücken. Damit wird Mal des Jägers auf ihn gezaubert. Oh, den Schwarzbär können wir kirschnern. Hoffentlich despawnt der nicht. Das wäre jetzt natürlich blöd. Wenn ich Shift gedrückt halte, können wir Mal des Jägers auf den Gegner zaubern. Und wenn ich eben Shift loslasse. Inventar ist voll, okay. Oh, das ist echt ärgerlich. Muss mir dringendst Taschen besorgen. Aber jetzt haben wir 20 Kirschnerei, sehr gut. Dann können wir auch ihn hier kirschnern. Ja, wie gesagt, wenn ich Shift gedrückt halte, können wir Mal des Jägers draufknallen. Ansonsten ist es halt ein arkaner Schuss. Während dem normalen Kampf, also wenn ich das jetzt zum Beispiel so mache, warum geht das denn nicht? Ach, das ist doch ärgerlich. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Kann sein, dass es an irgendeinem Add-on oder so liegt, dass das hier quasi nicht durchgewunken wird. Wisst ihr was? Ich schmeiß jetzt einfach hier alles raus. Das nervt mich nämlich gerade, dass ich die Viecher nicht ausnehmen kann zum Kirschnern. Mag die natürlich Kirschnern. Ich mag die natürlich unbedingt Kirschnern. So, wie viele Bären brauchen wir denn? Und wir brauchen noch 5 Bärenrücken. Wahnsinn. Das kann sich hier, glaube ich, echt noch eine Weile ziehen. Oh, dann packe ich halt mal des Jägers auf C. Ist ja auch egal. Wahnsinn. Dann können wir das Makro im Prinzip löschen.
So, Arcana Schuss holen wir uns halt einfach wieder normal in die Leiste. Ja, ist ein bisschen doof. Muss ich jetzt mal gucken, wie ich das geregelt bekomme. Kann auch sein, dass das ganze Makrosystem geändert worden ist. Das ist mein Leder, mein Lieber. Weg da. Denk zwar nicht, dass sie irgendwie an dem Makrosystem rumgeschraubt haben. Aber das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, Freunde. Bis dahin muss ich halt C drücken. Ist, glaube ich, auch kein Problem. So, sehr gut. Und ich hatte euch ja gebeten, mir diverse Themen in die Kommentare zu schreiben, worüber wir hier im Let's Play sprechen können. Ich habe mir das teilweise aufgeschrieben, ich finde allerdings gerade den Zettel dazu nicht. Da muss ich mal gucken. Ich müsste das hier noch irgendwo auf dem Schreibtisch haben. Ich habe jetzt vor der Folge nochmal geguckt, wo der sein könnte. Habe jetzt leider nichts gefunden. Irgendwann ab einer der nächsten Folgen werde ich aber damit anfangen, hier mit euch über diverse Themen zu quatschen, damit ihr mal meine Meinung dazu hört und ich eben dann über die Kommentare auch eure Meinung zu gewissen Themen. Worüber ich auf jeden Fall demnächst reden werde, ist das neue World of Warcraft Add-on, was verkündet worden ist. Warlords of Draenor heißt das, glaube ich, ne? Irre ich mich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Sowas um den Dreh rum. Hab mich da jetzt eben die letzten Wochen auch null damit beschäftigt. Das kam irgendwann in den letzten Wochen. Markieren wir mal das hier, dass wir hier die Bären auch finden. Also von den Bären gibt es hier nicht viele. Ja, Warlords of Draenor, wenn ich mich jetzt nicht komplett verhauen habe. Neues Add-on für World of Warcraft. Jetzt nach Mists of Pandaria. Ich habe, wie gesagt, selber noch nicht gelesen, worum es da geht, was für Neuerungen kommen werden, was geplant ist, wie das mit den Levelstufen etc. sein wird. Ja, müssen wir halt mal gucken. Müssen wir auf jeden Fall gucken. Wie gesagt, ich werde mich da mal informieren und dann reden wir in einer der nächsten Folgen hier zusammen drüber. Allerdings sind wir hier gerade ein bisschen zu wenig Bären. Ich würde sagen, dass wir fix zu Gorik Fassschlucker gehen und den mal töten. Weil wenn ich hier 5 Stunden irgendwelche Bären suche, dann hat das hier natürlich nichts mit Flott Level 90 erreichen zu tun. Wir können ja kurz den einen Boss da unten in der Höhle töten und dann können wir hier wieder nach Norden kommen. Das ist aber blöd, dass es die Bären nur an der einen Stelle gibt auf der Karte. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Aber gut, dann machen wir eben derweil eine andere Quest oder wir geben fix die Quests ab, die wir hier haben. Dann haben wir eventuell ein Level Up. Level 15 ist doch auch was. So, sie mal gucken, das hier ist Folge 11, ne? Also wir kommen eigentlich ziemlich gut voran. Ich denke, mit 100 bis 150 Folgen sollte dieses Let's Play beendet sein. Ja, wie ich das mache in Zukunft, weiß ich ja immer noch nicht. Hatten wir ja in der letzten Folge schon. Ob ich eventuell alle Let's Plays zweitägig mache und dann irgendwie abwechsel oder ob ich vielleicht einem Let's Play das Hauptaugenmerk gebe und ja, wir dann halt quasi in dem Spiel möglichst flott durchkommen. Tony Hawk ist ja soweit eigentlich auch fast durch. Allzu viel fehlt mir da nicht mehr. Vielleicht pausiere ich das mal für eine Weile und ja, guck mal, wie ich dann dort weitermache. Keine Ahnung, muss ich jetzt wie gesagt alles mal gucken. Das wird sich erst mit der Zeit ergeben. Und ein Level Up tatsächlich, Stufe 15. Was haben wir denn bekommen? Gar nichts. Dungeon Browser, Talente, Streuschuss, okay. Ein Kurzdistanzschuss, der 50% Waffenschaden verursacht und das Ziel 4 Sekunden lang die Orientierung verlieren lässt. Jeglicher erlittene Schaden wird den Effekt aufheben. Stoppt euren Angriff bei Benutzung. Okay, das ist doch eigentlich schon mal ziemlich nice. Das verwirrt Gegner, so wie es aussieht. Packen wir uns mal auf die Kuh, können wir dann auch gleich ausprobieren. Ich denke mal, die werden dann irgendwie ja, so verwirrt und laufen blöd in der Gegend rum. Verkaufen können wir auch ganz schnell. Muss ich nochmal gucken, Schneiderbedarf. Müssen wir reparieren? Ich glaube, wir müssen nicht reparieren, ne? Dann können wir auch einfach hier verkaufen. Was können wir denn verkaufen? Das Bärenfleisch. Zähes Stockfleisch. 90, 138. Okay, die Fleischschenkel können wir verkaufen. Eberrippchen in Biersoße. Ja, diese ganzen Kochrezepte. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich würde mal sagen, dass wir das Zeug hier auf jeden Fall verkaufen. Leichter Balk, kleines Spinnenbein. Könnte man wahrscheinlich im Auktionshaus veräußern, aber
Das ist mir jetzt gerade zu stressig. Vor allen Dingen, weil wir nicht so viel Platz im Inventar haben. Zauberstab wird beim Anlegen gebunden. Das kann ich, denke ich, entzaubern. Gut, dann gehen wir ganz flott runter zu Gorike Fassschlucker. Ein bisschen Platz im Inventar haben wir jetzt wieder. 7, das wird wahrscheinlich sofort wieder voll werden, aber ist ja im Prinzip auch egal erstmal. So, wie kommen wir da hinten rein? Wo ist dieser Höhleneingang? Der ist hier vorne. Okay, dann müssen wir da wohl... Waren wir noch gar nicht in der Höhle? Ich glaube, in der Höhle waren wir sogar, oder? Irre ich mich da gerade. Na gut, schauen wir mal vorbei. Übrigens, Loch Modan. Für diejenigen, die WoW selber nicht gespielt haben oder erst vor kurzem angefangen haben. Das hier in der Mitte, das war früher mal ein riesen See. Das war ein Stausee. Da am nördlichen Rand haben wir auch so einen Staudamm. Den können wir uns dann mal auch angucken. Ich glaube, der wurde, soweit ich weiß, von Todesschwinge zerstört im Rahmen des Kataklysmus. Dementsprechend ist das ganze Wasser hier aus dem Stausee oben ins Sumpfland geflossen. Ich weiß aktuell ehrlich gesagt nicht, wie das Sumpfland aussieht. Wo war denn der Stausee ungefähr? War der tatsächlich hier? Das kann sein. Also wir haben hier ziemlich viel Wasser, aber ich glaube, das war früher auch so, oder? Oder gab es hier früher nicht so viel Wasser? Ich glaube, hier gab es tatsächlich nicht so viel Wasser. Hier waren, glaube ich, früher Gnolle unterwegs, oder? Hier so um das Gebiet rum. Ich glaube, dadurch, dass der Staudamm von Todesschwinge zerstört worden ist, ist das ganze Wasser vom Stausee hier ins Sumpfland geflossen. Werden wir uns auf jeden Fall alles angucken. Wir werden ja mit Sinhunter im Sumpfland weiter questen. Einfach mal Questgebiete, die wir eben mit Merrily und Sindol noch nicht besucht haben, dass wir hier ein bisschen Abwechslung drin haben. Freue mich auf jeden Fall sehr. Ich war selber schon lange nicht mehr im Sumpfland. Und dementsprechend wird das auch für mich was Neues sein. Freue ich mich auf jeden Fall. So, gehen wir mal in die Höhle rein. Hier muss das sein, ne? Genau, das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir nur gucken. Hier kämpfen scheinbar schon einige. Beziehungsweise irgendeiner questet hier wohl schon. Laufen wir einfach mal straight durch. Hoffentlich ist er mit Gorik schon fertig, weil ich mag den natürlich auch nicht klauen. Sowas mache ich ja total ungern. Da warte ich lieber, bis der wieder respawnt ist und tötet derweil irgendwelche anderen Gegner. Das muss ja jetzt echt nicht unbedingt sein, dass wir eben irgendwelche, weiß ich nicht, Gegner klauen. Oh, wir werden hier gerade angegriffen. Wunderbar. Das mit dem Streuschuss probiere ich mal aus. Genau, der läuft hier so ein bisschen verwirrt durch die Gegend. Und tatsächlich, Hubschrauber hört auf, ihn anzugreifen. Das ist wirklich ein kluges Tierchen, was wir hier haben. Sehr brav, sehr, sehr brav. Mal des Jägers, bam. Finde ich aber schön, dass Mal des Jägers nichts mehr verbraucht. Früher, als Jäger noch mit Mana hantiert haben, musste man dafür natürlich Mana zahlen. Und ich finde es auch schön, dass es keinen Cooldown hat. Das heißt, man kann die wirklich durchrushen und einfach bam, bam, bam. Wenn ich das eben noch mit irgendeinem Angriff verbinden könnte, dann wäre das natürlich optimal. Weil dann würde unser Bärchen loslaufen und wir würden direkt mit Mal des Jägers starten und halt wirklich den Angriff auf den Gegner starten. Das wäre sehr, sehr cool. Dann muss ich hier nur noch eine Taste drücken und nicht mehr zwei. Ist für mich natürlich auch angenehmer. So, wo ist denn Gorik? Ist das Gorik? Nee. Ach, der ist wahrscheinlich da oben. Nee, Gravmuk. Nee, das ist Gravmuk. Wo soll denn hier Gorik sein? Ach, der ist gar nicht hier in der Höhle, oder wie? Hä? Wo ist denn der? Bin ich hier falsch in der Höhle? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ah. Gut. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Ich Idiot habe das nämlich nicht gemerkt. Jetzt, wo wir Mal des Jägers können, wird der Gegner automatisch mit Mal des Jägers belegt. Wenn wir mit Arcana Schuss angreifen. Oh, ich will gar nicht wissen, was da in den Kommentaren schon drin steht. Okay, das war ein bisschen doof von mir. Wir sind hier absolut falsch. Wir sind hier absolut falsch, Freunde. Ist der unten irgendwo? Beziehungsweise gibt es hier noch einen unten. Wo ist denn der? Ein Spion hat sich in der Stadt breit gemacht und Dokumente von ihm gestohlen. Jetzt versteckt er sich hier irgendwo in der Nähe. Das letzte Mal wurde er oben auf den Hügeln südlich der Stadt gesehen. Okay, also wir müssen nicht in die Höhle. Manchmal bringt es eben doch was, wenn man sich die Questtexte durchliest. Ich glaube, da hinten kommen wir raus, gell? Ja. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie wir hier oben auf den Berg kommen.
Das ist natürlich auch so eine Sache. So, gehen wir hier erstmal raus. Ja, das ist ja doof. Warum habe ich das denn überhaupt nicht mitbekommen? Ich sollte mir tatsächlich mal, obwohl das hier ein Rush-Let's Play ist, manche Dinge durchlesen. Und das Ziel mit dem Effekt Mal des Jägers belegt. Wunderbar. Muss noch getötet werden. Töten. Ach nee, so töten, ne? Yes, alles klar. So, dann gucken wir mal, wie wir da nach oben kommen. Oh, da haben wir ein bisschen Erz. Das mag ich natürlich haben. Und ich bin mir gerade echt unsicher, von wo wir da nach oben kommen. Da oben irgendwo soll er sein. Das wäre natürlich schön, wenn ich die Karte irgendwie vergrößern könnte, dass ich mir das angucken kann. Ich denke mal, dass wir da von Norden aus irgendwie drauf kommen. Ich werde das mal hier wieder rauslaufen. Das hier ist das Ödland, oder? Lass mal gucken. Tatsächlich, da ist das Ödland. Da werden wir vielleicht mit Sinhunter auch hingehen. Müssen wir mal gucken, ob es da überhaupt Allianz-Quests gibt. Sadala. Echt keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Ah, okay, von hier glaube ich. Ja, das sieht doch absolut gut aus. Sadala. Bäm. Ja, Sinhunter macht schon gut Schaden, definitiv. 70 DPS ist eine Menge. Für so einen kleinen Level 15 Charakter. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Oh, da unten haben wir einen Bären. Den können wir uns gleich mal schnappen, nachdem wir hier Gorik Fassschlucker getötet haben. Das wird uns hier aber lustigerweise auch auf der Karte gar nicht angezeigt, ne? Jetzt, wo ich die Quest markiert habe. Gut, aber jetzt wissen wir, dass hier unten auf jeden Fall noch Bären sind. Die können wir uns dann natürlich gleich schnappen. So, Ratte haben wir bereits getötet. Der dürfte hier drin sein, oder? Ja, Gorik Fassschlucker. Und tatsächlich, da ist auch die Quest, die wir vorhin auf der Karte gesehen haben. Ich glaube, in der letzten Folge war das. 132 DPS. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Können wir dann Telsa mal direkt wieder abgeben. 6 von diesen Dokumenten gibt es ja scheinbar. Nummer 2 hatten wir schon. Nummer 1 haben wir jetzt gerade aufgehoben. Oder war das Nummer 1? Ich glaube, das ist Nummer 1, oder? Wo ist denn das? Nee, das ist was anderes gewesen. Okay. Oh! Wir können ja. I see. Level 15. Wir können ein Talent vergeben. Impromptu. Eure Fähigkeit Rückzug befreit euch von allen bewegungseinschränkenden Effekten und erhöht euer Bewegungstempo 8 Sekunden lang um 60%. Ich denke, das ist was für PvP. Um ein Haar. Wenn ihr eure Fähigkeit Rückzug einsetzt, aktiviert ihr gleichzeitig eine Netzfalle, die alle Ziele im Umkreis von 8 Metern mit Netzen bedeckt, die sie 8 Sekunden lang bewegungsunfähig macht. Okay. Verringert die Abklingzeit von Rückzug um 10 Sekunden und die Abklingzeit von Abschreckung um 60 Sekunden. Warum ist hier überall Rückzug? Ich finde den Skill jetzt eigentlich nicht so toll, um ehrlich zu sein. Das wäre schöner, wenn wir damit irgendwie unseren Schaden von Arcaner Schuss oder so erhöhen könnten. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was davon am sinnvollsten ist für uns. Das ist ja ein bisschen doof. Na gut, lassen wir das erstmal außen vor. Wir haben hier die Quest erledigt. Holen wir uns da unten schnell ein paar Bärchen, bevor ich dann auch die Folge beende. Was haben wir denn hier? Eine Kupferader. Sehr schön. Das hole ich mir natürlich direkt. Und Instanzen. Instanzen, da habe ich aktuell richtig Bock drauf. Werde ich selbstverständlich auch endlich mal anfangen aufzunehmen. Ich habe ja jetzt schon einige Monate keine Instanzen mehr aufgenommen. Das geht, glaube ich, sogar schon fast auf. Na gut, ein Jahr jetzt sicher nicht, aber es ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr lange Weile her. Waldlauerer, gibt es hier denn noch Bären? Was ist das denn für ein Erz? Eine Kupferader. Können wir uns das fix holen? Ja, können wir. Oh, da hinten haben wir noch einen Bären. Sehr gut. Dann sind wir hier ja doch nicht ganz umsonst hingelaufen. Und ein Kroko. Schön. Und ich werde mir, denke ich, jetzt nach der Folge mal ganz kurz angucken, was es mit dem neuen World of Warcraft Add-on auf sich hat. Ah, jetzt haben wir hier wieder.
So, sehr gut. Einen Bärenrücken brauchen wir noch. Sehen wir hier noch irgendwo einen Bären? Da hinten haben wir noch einen Bären. Den schnappen wir uns noch und dann werde ich die Folge, denke ich, erstmal beenden. Ach, und ich mag es, wie Hubschrauber volle Kanne nach vorne läuft und den Gegner quasi kurz stunt. Inventar ist voll. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Was können wir denn hiervon weghauen? Verformte Ledern. Ja, 72 Kupfer ist nichts. Das ist Kindergarten. So, sehr gut. Wir brauchen aber trotzdem noch einen Bären. Den werde ich mir auf jeden Fall in der Folge noch besorgen, bevor ich das hier beende. Oh, und da haben wir nochmal Erz. Aber so allzu viel Bären gibt es ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Oh, da haben wir noch einen. Sehr gut. Bäm, hoffentlich hat er noch eine Bärenflanke für uns. Ja, wunderbar. Bärenrücken. Prima, dann haben wir die Quest auch abgeschlossen, können beim nächsten Mal ordentlich was abgeben. Eigentlich haben wir gar keine offene Quest mehr, sehe ich gerade. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.